Willkommen auf meinem Kanal Eli Jerusalem. Ich möchte heute fortsetzen diese Serie, die mir sehr wichtig ist, die Erneuerung der Kirche im Heiligen Geist. Denn wir sehen zurzeit auch Erneuerungsversuche, wenn man so sagen will, aber so wie ich es sehe und Gott sei Dank sehen manche andere es auch, ist das eher eine Erneuerung, wenn man das überhaupt verwenden kann, das Wort, sich dem Geist dieser Welt anzupassen, eine neue Pastoral zu schaffen, einen neuen Weg der Barmherzigkeit, der aber, und das ist das Betrübliche, kein wirklicher Weg der Barmherzigkeit ist, weil er die Wahrheit außer Acht lässt. Und das geht nicht. Barmherzigkeit und Wahrheit, das gehört zusammen. Eine Erneuerung ist nötig, selbstverständlich. Wir alle müssen uns auf dem Weg der Nachfolge Christi immer wieder erneuern. Das heißt, immer wieder tiefer die Entscheidung, dass wir Jesus folgen wollen, umsetzen, an unseren Schwächen arbeiten, an unserem Herzen arbeiten, dass es sich verändert und auf diese Weise eben dann auch durch den Heiligen Geist verändert werden. Aber das ist dann eine Erneuerung in dem Heiligen Geist. Wir müssen uns also nicht der Welt anpassen, unserem Denken und Handeln, sondern mehr dem Heiligen Geist anpassen in seinem Denken und Handeln. Es ist etwas anderes, wenn ich sage, ich gehe auf die Welt zu, ich versuche sie zu verstehen, ich versuche mich in den Gedankenläufe der Menschen einzugeben, um dann das Evangelium einstiften zu können. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, ich übernehme das Denken dieser Welt und übernehme auch vielleicht die Kriterien und die Art und Weise dieser Welt. All das ist es sicher nicht, denn Jesus sagt ja, wir sollen uns nicht der Welt gleich machen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal über die wunderbaren Gaben sprechen, die wir geschenkt bekommen haben von Gott schon mit der Taufe. Wir haben die Gabe des Rates betrachtet, der uns sehr helfen soll, allgemein immer wieder den Weg Gottes genauer zu sehen und ihn zu gehen. Und auch speziell manchmal in bestimmten Situationen, in die wir hineinkommen, zu wissen, ja, was haben wir jetzt eigentlich zu tun, Herr? Welchen Rat gibst du mir? Und ich habe beschrieben, das ist wie ein bisschen wie ein Licht, das dann zu uns kommt. Wir wissen dann auf einmal mehr von Gott, ja, was wir zu tun haben. Und das ist etwas, was dann die Gabe des Rates in uns bewirkt. Natürlich steht das im Zusammenhang mit der ganzen Situation, in der wir uns zurzeit befinden. Ich spreche ja primär zu gläubigen Leuten, zu Menschen, die noch nicht zu diesem Glauben gefunden haben, die können vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Aber natürlich ist das schon von der ganzen Sprache her und von dem Ausgangspunkt her, gehe ich davon aus, dass die Menschen den christlichen Glauben kennen. Und insbesondere natürlich auch die Katholiken. In dem Sinne, weil ich aus der katholischen Basis sozusagen spreche, aus der geistlichen Basis unseres Glaubens. Es gibt dabei eben auch diese wunderbare Gabe der Stärke, die möchte ich ein bisschen heute sprechen. Die wunderbare Gabe der Stärke. Das hängt ein bisschen zusammen auch mit dem Tugend des Mutes. Wir können ja auch mutig sein, das heißt also Vertrauen haben, die Dinge angehen, die Schwierigkeiten, die da sind, Schwierigkeiten zu überwinden, zu bewältigen. Nicht vor den Menschen davon zu laufen, nicht vor Umständen davon zu laufen, sondern unsere Aufgabe auch unter schwierigen Umständen versuchen zu bewältigen. Dazu brauchen wir auch schon Mut. Doch der Mut reicht oft nicht aus, weil er noch nicht vom Heiligen Geist her durchdrungen ist mit der sogenannten Gabe der Stärke. Und das ist jetzt eine der Gaben, der sieben Gaben des Heiligen Geistes, die uns Gott schenkt und die sozusagen in unserem Leben aktualisiert werden müssen. Stärke, da gibt es ein schönes Wort, da heißt es bei Lukas 11, wenn ein Starker wohlbewaffnet sein Haus bewacht, ist sein Besitz sicher. Damit ist gemeint, mit dem Geist der Stärke können wir die verschiedenen Angriffe, die in unserem geistlichen Leben geschehen, sei es von innen, sei es von außen, von bestimmten Umständen, von Menschen, von gefallenen Engeln, von Dingen, die in uns auch selber noch nicht richtig erlöst sind, wenn man das so sagen will, also noch nicht richtig mit von Gott her durchdrungen und berührt sind, können wir damit umgehen mit dem Geist der Stärke. Der Stärkere in uns soll eben Gott sein, der in uns wohnt. Und unsere innerste Beziehung mit Gott hilft dann, dass dieser Stärkere
eben jede Art von Angriffe, die auf uns kommen, eben dann auch zurückweisen kann. Mehr wir mit ihm zusammen. Das ist eine Zusammenarbeit. Aber natürlich ist der Geist der Stärke, der Heilige Geist, derjenige, der uns dann die Kraft verleiht. Es geht also um die Kräftigung unserer Seele im Dienst des Herrn. Wir fangen einen Weg an, wir gehen einen Weg der Nachfolge und dann kommen Schwierigkeiten auf diesem Weg von innen, von außen, ja. Und wir wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen oder werden vielleicht auch entmutigt, haben gut angefangen, lassen nach, wir lassen die Disziplin nach, wir tun nicht mehr regelmäßig unser geistliches Leben leben. Und dann natürlich, wenn das geschieht, dann wird auch unsere Abwehrkraft schwächer gegen jede Art von Versuchung von innen, von außen. Die Versuchungen kommen ja auf verschiedenen Wegen zu uns. Und so brauchen wir den Geist der Stärke, ne, der uns auch stützt. Wir haben diesen Weg angefangen, den wollen wir auch weitergehen mit einem festen Entschluss. Und diesen festen Entschluss, den stützt dann auch der Geist der Stärke, indem wir ihn dann auch durchtragen in Schwierigkeiten von, wie gesagt, ich sage immer gerne von innen, von außen, weil sie können auch von innen kommen, Lustlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, Arcadia sagt man dazu, und oder von außen, dass Schwierigkeiten, Leute das nicht verstehen, die Umwelt versteht gar nicht, warum wir religiös leben wollen oder lehnt das vielleicht ab, vielleicht sogar in der eigenen Familie, in der eigenen Umgebung, in der ich bin, und dann brauche ich den Geist der Stärke, um durchzuhalten. Oder auch die ganze Gesellschaft. Wenn wir jetzt hineinschauen in diese Welt, merken wir ja, dass immer weniger christlich sie wird. Ne? Dass wir, wenn wir heute bestimmte Überzeugungen auch nach außen abgeben, es sogar schon dazu kommen kann, dass man eine gewisse Art von Verfolgung erleidet. Und das kann noch viel schlimmer werden. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sind es natürlich besonders die Märtyrer, ne? Die durch den Geist der Stärke diese unsagbaren Qualen, die sie manchmal erleben mussten, durchgestanden haben. Sie haben dem Glauben festgehalten, sie sind treu geblieben, obwohl ihnen der Tod vor Augen stand oder die Drohungen zum Tod vor Augen stand. Wir kennen eine ganze Menge von diesen Märtyrern, auch ganz junge, ja, die wirklich vom Geist der Stärke, das kam nicht aus ihnen heraus alleine, vom Geist der Stärke getragen gewesen sind in ihrer feindlichen Umwelt, den Glauben festzuhalten. Wir kennen auch schon die Beispiele aus dem Alten Testament. Ja, also Leute, den Glauben festgehalten haben, die Treue zu Gott gegen alle Widrigkeiten, die Könige wollten, dass man Götzen opfert oder ihnen opfert. Und das haben die Juden und dann später die Christen auch nicht getan, die eben treu geblieben sind. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen gestärkt werden auf unserem Glauben. Wir müssen lernen, dem Geist zu folgen, der uns den Glauben auch festmacht in uns. Wir müssen sozusagen einen Bereich in uns haben, der wirklich feststeht, in dem wir immer einkehren können, von dem aus wir die Entscheidungen treffen und auch eben dann auch die Entscheidung in den konkreten Situationen treu zu bleiben, nicht zu verleugnen, auch wenn andere Meinung haben, unsere Menschenfurcht zu überwinden. Denn der Glaube ist etwas, was bekannt werden soll. Wir sollen das zu anderen Menschen hintragen. Natürlich kann man klug dabei sein und muss dann nicht jetzt jede Situation meinen, unter Druck zu stehen, bekennen zu müssen, sondern kann das sich schon vom Heiligen Geist führen lassen, wann man was zu welchem Zeitpunkt sagt. Aber es gibt natürlich auch das Wort Gottes muss verkündet werden, gelegen oder ungelegen, so ist das ausgedrückt. Ne? Und deswegen heißt es, dass wir jetzt nicht nur immer abwägen können, wann können wir was sagen, sondern manchmal ist es auch einfach gesagt, dass wir sagen sollen in der Situation, selbst wenn wir dadurch Nachteile bekommen. Und dazu brauchen wir natürlich den Geist der Stärke, ne? Den Geist der Starkmut. Es gibt auch die Situation, wo Menschen Jesus nachfolgen und sie wollen sich eigentlich Jesus ganz schenken. Ja. Aber irgendwo hindert sie was dran. Irgendwas hält sie fest. Irgendwie machen sie nicht den ganzen Schritt, haben vielleicht auch gar nicht den ganzen Schritt des Vertrauens, sich dem in die Hände unseres geliebten Gottes zu geben, sondern eben, ja, zögern vielleicht zu lange. Ne? Und wenn man lange zögert, dann wird man natürlich auch schwächer. Ja. Und insofern ist es dann wichtig, dass sie den Geist der Starkmut erbitten sollen, dass sie wirklich den Schritt auch machen, den sie tun sollen. Vielleicht ist es eine Berufung,
in ein geistliches Leben, in ein stärker auf Gott bezogenes Leben. Man muss Dinge verlassen und man hat dann die Befürchtungen, wie wird es dann sein und vielleicht ist es dann gar nicht das Richtige oder man hat eben noch nicht den richtigen Mut, beziehungsweise besser die Stärke, dann auch wirklich den Schritt zu vollziehen. Da kann man immer bitten, wenn man merkt, man steht eigentlich vor einer Entscheidung und macht sie nicht richtig, man zögert, wie gesagt, oder man hält sich fest und hat Befürchtungen. Wir wissen aber, dass es richtig ist, diesen Schritt zu machen. Dann bitte den Geist der Stärke anrufen und bitten, dass er einen wirklich stärkt. Man schafft es noch nicht, alles loszulassen. Aber der Geist der Stärke, der uns gegeben ist, ne, dieser Heilige Geist von den 7 Gaben des Geistes, wenn wir den anrufen, wenn wir den bitten, dass er uns lebendig wird, dann schaffen wir diese Punkte. Und den brauchen wir natürlich jetzt ganz besonders auch in dieser Zeit, in der die antichristliche Welt immer stärker wird, in den Gesetzgebungen, in denen die Kirche derart schwach geworden ist, dass sie sich gar nicht mehr getraut, möchte man fast sagen, das Zeugnis wirklich klar zu den Menschen hinzutragen, zu bekennen und so weiter und so fort, sondern man versucht immer irgendwie sich anzupassen, immer irgendwelche Kompromisswege zu finden. Wir brauchen jetzt besonders in dieser Zeit, die immer antichristlicher wird, da brauchen wir ganz besonders den Mut, den Geist der Stärke. Denn wir merken ja in den Gesetzgebungen, in uns herum, ja, dass man sogar anfängt, dem Glauben feindlich gegenüberzustehen. Und dann braucht es den Geist der Stärke, dass wir das auch wirklich weitergeben können, dass wir festbleiben, dass wir deswegen jetzt nicht uns zurückziehen und uns nicht getrauen, das zu sagen, was wahr ist und was auch gesagt werden soll. All dies bewirkt der Geist der Stärke in uns, dass wir dann auch wirklich es tun können, dass wir bereit sind, den Glauben auch unter den widrigsten Umständen zu bekennen. Auch in der Moral zum Beispiel. Ne? Wir wissen ja, dass die Moral immer mehr geschwächt wird. Ich muss es leider sagen, selbst in der Kirche ist es so, dass da Überzeugungen kommen, dass man auf einmal Dinge tun kann, die man vorher wusste, dass es nicht geht. Auf einmal scheint es da plötzlich gar nicht mehr so schlimm zu sein oder zu gehen. Und dann muss man auch an seinen moralischen Vorstellungen festhalten können, auch wenn jetzt der ganze Umfeld es anders denkt. Ja, dazu brauchen wir den Geist der Stärke. Ne? Das ist dann nicht so selbstverständlich, als wären wir in einer christlichen Umwelt, in einer christlichen Welt, die das selbstverständlich alles achtet, was den christlichen Glauben bedingt und was er ist, sondern eben angreift oder lächerlich macht oder für veraltet hält, für altmodisch, man muss neue Wege gehen und so weiter und so fort, die aber nicht zu Gott führen, sondern die eben uns mit dem Geist dieser Welt verbinden. Denn der Geist Christi ändert sich nicht. Wir können ihn vielleicht besser und tiefer verstehen, aber wir können in dem Maß ihn besser und tiefer verstehen, wie wir mit dem Heiligen Geist innerlich zusammenwirken können. Es braucht also mutige Seelen, aber nicht vermessene Seelen. Das heißt also nicht, dass wir irgendwie aus einem Gefühl von eigener Stärke und von eigener Größe und von eigener Selbstmächtigkeit sozusagen uns in irgendwelche Abenteuer hineinstürzen. Das ist nicht der Geist der Stärke, der dann in uns wirkt. Wir können durchaus und sollten sogar unsere persönliche Begrenztheit und Schwäche wahrnehmen können, damit wir gar nicht in Illusionen leben. Denn die Stärke, die wir empfangen, kommt ja von Gott. Sie kommt nicht aus unserer Natur, sie kommt nicht einfach aus dem Willensentschluss heraus, sondern sie kommt eben als eine Gnade, als eine Gabe von Gott, um unsere Entscheidung, ihm zu folgen, ihm treu zu bleiben, zu stützen, eben auch in den widrigsten Umständen. Ja. Also es ist keine Abenteuerlust und es ist auch keine Schweben über allen Dingen, dass man ein Held ist, keine Schwächen hat. Nein, das ist nicht so. Jeder Mensch kann Angst haben und kann auch vor Dingen zurückschrecken. Wir brauchen ja nur an unseren Herrn selbst zu denken. In Gethsemane, als er dann den Kelch trinken sollte, also praktisch das Leiden musste er da bejahen, das schon da war und das auf ihn zukam bis hin zur Kreuzigung.
Wir hören ja sogar, dass der dreimal sagt, ja, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann kommt sofort der Ausdruck, dein Wille geschehe. Und dann heißt es so schön in dem Text dann, ein Engel stärkte ihn. Das können wir für den Geist der Stärke nehmen. Ne? Der Geist der Stärke, der dann den Herrn befähigt, auch wirklich dann jetzt Ja zu sagen zu diesem unermesslichen Leid, was wir uns gar nicht vorstellen können, was da auf ihn zugekommen ist, geistig und körperlich, vor allen Dingen auch seelisch und geistig. Ne? Die Sünde der Welt zu tragen, das kann ja keiner von uns. Wir können dann in der Nachfolge mittragen in gewisser Weise. Also man kann sich ruhig der eigenen Schwäche und sollte sich auch der eigenen Schwäche bewusst sein. Aber jetzt kommt hier der entscheidende Schritt. Der entscheidende Schritt ist, ich baue jetzt auf den Herrn. Du bist meine Stärke. Auf dich vertraue ich in dieser Situation. Ja? Das ist der Punkt, um den es geht. Auf dich vertraue ich. Ich bleibe nicht bei mir selber und bei meinen eigenen Begrenzungen, die ja relativ leicht an die Grenze kommen. Nein, ich baue auf den Herrn. Du bist meine Stärke. Du bist es, dem ich folgen will. Du wirst mir auch die Kraft geben, es durchzuhalten. Du wirst es tun, dass ich diesen Weg gehen kann in der Übereinstimmung mit deinem heiligen Willen. Also, wir merken, der Geist der Stärke entfaltet sich in der Weise, wie wir uns an ihn, an Gott wenden. Durchaus in der Bewusstsein der eigenen Schwäche. Natürlich haben wir mit unserem Willen, unseren Entscheidungen auch uns in die richtige Richtung zu bewegen. Das ist ja selbstverständlich. Es ist also nicht ein passives, einfach nur abwarten, sondern natürlich in die Richtung, wir wollen bekennen, wir wollen den Herrn treu sein, das ist unser Wille, aber er ist eben nicht stark genug, sodass wir wirklich den Geist der Stärke brauchen, der uns dann da auch hinführt. Was auch geschieht, ist, dass wir durch den Geist der Stärke, wenn der in uns wirkt, wollen wir auch, dass das Evangelium weitergegeben wird. Wir wollen die Menschen erreichen. Wir wollen, dass alle Menschen von dem Evangelium Kenntnis bekommen, weil das ist ja der Heilige Geist in uns. Ne? Und der Heilige Geist soll ja das Werk Christi vollenden. Er soll das alles, was der Herr getan hat, uns vergegenwärtigen. Er ist der große Evangelisator, ist derjenige, der uns innerlich verwandelt. Man bekommt einen Durst auch nach dem Weg der Heiligkeit. Man will heilig werden. Heilig werden heißt, dass der Geist Gottes uns leitet, dass wir auf diesen Geist hören, dass wir uns mit der Liebe Gottes vereinigen. Das will man dann. Und dann auch die entsprechenden Schritte zu tun, die an uns liegen. Und wiederum da brauchst du den Geist der Stärke, dass wir das auch wirklich tun. Und dass wir nicht stehen bleiben und wenn wir gefallen sind, dass wir wieder aufstehen, dass wir weitergehen, dass wir den Mut haben zu sagen, Herr, tut mir leid, ich habe es versucht, aber es ging nicht, ich habe es nicht geschafft. Bitte hilf mir, lass mich beim nächsten Mal noch mehr auf dich bauen, auf dich vertrauen. Und ja, und so werden wir dann innerlich gestärkt, unsere Seele wird gestärkt. Und wir haben auch dann eine große Sehnsucht, dass wir zur Ehre Gottes leben, ne? Dass dein Leben, mein Leben, dass das dem Herrn gefällt, dass andere Menschen daran erkennen, ah, da ist Gott gegenwärtig. Und wenn wir dann uns auch verwandeln und wenn die guten Früchte des Heiligen Geistes in uns wachsen, ja, dann können die Leute das an dem Leben sehen, wenn sie wollen. Und wenn wir dann auf den verweisen, der sie uns schenkt, der eigentlich der Urheber von dem Ganzen ist und wir mitwirken dürfen, dann geht es zur Ehre Gottes. Sie gaben Gott die Ehre, heißt es zum Beispiel bei Heilungen, die geschehen sind, die Menschen, als sie das gesehen haben. So muss es sein, durch unser Leben, durch das, was wir tun, dass wir sagen, was in unserem Leben sichtbar wird und erkennbar wird, das soll dienen dazu, Gott zu ehren. Denn das steht ihm zu, das ist das Richtige. Dafür leben wir. Ja, und es ist ja auch völlig normal, dass wir das tun, denn er hat uns ja geschaffen, er hat uns all die guten Gaben gegeben, er hat uns befähigt zu allem. Dann ist es vollkommen richtig, dass wir auch wollen, dass er geehrt wird. Schauen wir auf Jesus, der immer wollte, dass sein Vater erkannt wird und geehrt wird, von dem alles ausgeht, der ihn gesandt hat und den Heiligen Geist mit ihm zusammen gesandt hat zu uns. Natürlich wollen wir, dass alle. Und der Geist der Stärke, der in uns ist, der macht uns da eifrig dafür, dass wirklich Gott geehrt wird. Ja. Durch den Geist der Stärke werden wir auch eine Art von Wankelmütigkeit
überwinden können. Wir sind ja manchmal dann so, dass wir vielleicht da an dem Punkt haben wir stärkere Energie, das zu machen, dann sind wir wieder schwächer und so weiter und so fort. Aber der Geist der Stärke wirkt in uns, dass es was Dauerhaftes wird, ne? Dass nicht so viele Dinge wanken, mal mehr, mal weniger, sondern dass tatsächlich dann in uns der feste Entschluss, Jesus zu folgen, so gefestigt wird, dass der sich immer durchträgt, auch wenn Schwierigkeiten da sind, auch wenn Passagen da sind. Wir nennen das die Nacht, oder wo wir eben nicht uns so getragen sehen und fühlen, aber trotzdem ist dann das vorhanden, dass wir dem Herrn treu bleiben und dem Geist der Stärke eben dann weitergehen. So kommt dann auch eine Beständigkeit in unserem geistlichen Leben zusammen, nicht wahr? Und dann können wir auch anderen Menschen raten. Wie gehen sie mit ihren Krisen um, die man hat? Wie gehen sie mit der und der Situation um? Wenn wir gefragt werden, wir wollen uns nicht mit unserem Rat aufdrängen, aber wenn wir gefragt werden, dann können wir dann Rat geben den Menschen, die versuchen, dem Herrn nachzufolgen. Also, der Geist der Stärke ist offensichtlich sehr wesentlich, ne, für die Erneuerung der Kirche, dass sie stark in dieser Zeit ist, dass sie auch den Mächtigen widerstehen kann und widersprechen kann, dass sie die Mächtigen darauf hinweisen kann, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? Es gibt ja unendlich viele Beispiele, die wir jetzt nennen könnten, wo eigentlich die Kirche aufstehen muss und sagen, nein, das ist nicht der Wille Gottes. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr damit rechnen, dass dann auch entsprechende Konsequenzen kommen. Das bringt keinen Segen, das bringt kein Heil. Das muss man auch den Politikern sagen, die verantwortlich sind. Oder allen Menschen, die eben nicht in dieser Weise schon glauben und den Weg gehen. Oder auch wenn ihr Leben nicht geordnet ist vor Gott, dass man in der angemessenen Weise sie darauf aufmerksam macht. Aber wir haben ja natürlich schon, ich sag mal so, wir haben in dem Sinn keine christliche Atmosphäre mehr in unseren Ländern. Ja, denken wir an Deutschland. Man kann nicht sagen von einer christlichen Atmosphäre, nein, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Aber gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir Zeugnis geben können auf die, ich sage gerne, auf die angemessene Weise, das heißt also in der Kraft des Heiligen Geistes, ja, und nicht uns anpassen an diese Welt oder versuchen, wie kann man das Ganze jetzt leichter und einfacher und weniger anstrengend machen. Das ist nicht der Glaube bleibt. Wir bekommen die Kraft, die Anstrengungen auch durchzuführen, die da sind, um den Glauben zu verteidigen in uns selbst. Ich wiederhole es immer wieder, die Dinge, die von innen uns bedrängen oder auch von außen. Und jetzt gerade in dieser Zeit, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft. Den Geist der Stärke. Wir müssen stark sein im Herrn, nicht wahr? Wichtig, nicht so, weil wir gerade starke Leute sind, sondern im Herrn stark sein. Ne, das ist eine andere Sache. Das ist nicht das Heldengetue, sondern das ist ein Vertrauen auf Gott und eben festbleiben in dem, was Gottes Wahrheit ist, was seine heiligen Gebote sind, was er den Menschen zu sagen hat, dass er die Erlösung den Menschen anbietet. Wir können niemanden zwingen, das wollen wir ja auch gar nicht. Aber wir müssen dem Zeugnis treu bleiben, ne? Der Kirche treu bleiben, auch was sie immer gelehrt hat. Und wenn jetzt solche Schwankungen und so Versuch kommt, es zu unterwandern und irgendwie das plötzlich anders zu machen, da gehen wir einfach gar nicht mit, sondern wir bleiben bei dem Wort Gottes. Wir bleiben bei der Kirche, die das Wort Gottes verbindlich und authentisch verkündet und lassen uns nicht auf irgendwelche modernistische Täuschungen ein. Das heißt nicht, dass man jetzt in dem Sinne nur noch traditionell denken darf. Es ist gut, dass es die Traditionalisten gibt. Ich bin da einverstanden mit ihrer Wahrheitssuche und so weiter und so fort. Aber das muss nicht traditionalistisch sein, sondern einfach treu der Kirche, so wie die Kirche eigentlich wirklich ist. Ich sage gerne einfach katholisch, ne? So wie katholische immer war. Die bleiben immer an der Grundwahrheiten fest. Natürlich kann man sie vielleicht manchmal ein bisschen anders ausdrücken oder es kommt was hinzu. Vielleicht ist manches auch ein bisschen überwuchert oder ein bisschen verstaubt, sagt man manchmal. Kann es ja geben und dann ist es besser, dass man den Staub von den heiligen Figuren abwischt, als dass man die heiligen Figuren runterwirft, nicht wahr? Also Erneuerung bedeutet dann, das Eigentliche des Evangeliums dann auch wieder mehr zum Glänzen zu bringen. Und das ändert sich nicht.
Die Wahrheiten bleiben dieselben. Die Welt, die verändert sich, die kann man gar nicht verändern. Man kann sie nochmal tiefer verstehen, aber sie geraten nicht mit sich selbst in den Widerspruch. Und das müssen wir festhalten. Dazu lade ich auch wirklich unsere Katholiken ein, die Menschen ein, die manchmal meine Vorträge hören oder auch meine täglichen Auslegungen folgen. Ja, sie müssen das selber wissen, aber ich sage das ganz deutlich, wir müssen in dieser Zeit im Geist der Stärke diesem ja, antichristlichen Geist, muss man schon sagen, widerstehen. Ja, nicht einfach mit ihm mitgehen oder mit ihm kooperieren. Und wenn dieser antichristliche Geist sich in der Kirche ausbreitet, hat er genauso wenig zu tun und genauso wenig Recht, wie er das in der Welt hat. Er kann sich eigentlich nur ausbreiten, da wo die Sünde ist und da wo der Irrtum ist. Zwei wichtige Dinge. Er kann sich durch die Sünde und durch den Irrtum ausbreiten. Und leider sind wir im Moment an dem Punkt, wo auch die Irrtümer in der Kirche selber vorhanden sind. Da braucht es eben jetzt eine Festigkeit. Wir gehen durch diese Zeit durch. Es ist eine schwierige Zeit. Ich würde sogar sagen, es ist wie eine apokalyptische Zeit. Es sind große Versuchungen da. Und wir müssen dann an unserem Glauben festhalten. Nicht im Sinne eines Verbissenen und Verdrossenen festhalten, sondern in einer klaren Liebesüberzeugung. Gott ändert sich nicht. Gott hat seine heiligen Gebote gegeben. Gott hat uns den Erlöser gesandt. Gott schickt uns den Heiligen Geist, damit uns daran erinnert. Und dass wir immer wieder ganz fest auch im Glauben bleiben und doch anderen Menschen helfen. Entscheiden müssen sie sich selber. Also, das wäre eine Reflexion, ein Beitrag zur Erneuerung der Kirche im Heiligen Geist, wenn wir die Gaben, die uns Gott schenkt, die er schon in der Taufe in uns eingesenkt hat, dann auch wirklich durch ein Leben der Nachfolge Christi aktivieren, dass sie wirklich in uns wirksam werden, sodass unser Glaube fest und stark im Herrn wird. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.